Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Videos aus dem Knast auf YouTube. Funkturm bis September geschlossen und das Wetter. Nach einem wolkigen Freitag können wir uns auf ein sonniges und warmes Wochenende freuen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 5. Juli 2018. Videos direkt aus dem Berliner Knast auf YouTube. Das hat ein Strafgefangener aus dem Gefängnis Tegel mit einem eingeschmuggelten Smartphone hinbekommen. Der Mann sei über seine Kleidung identifiziert und in einen anderen Haftraum verlegt worden, sagte ein Justizsprecher am Donnerstag. Er könne nichts mehr posten, das sei unterbunden. Zuerst hatten Bild und BZ berichtet, der Gefangene soll rund 80 Follower gehabt haben. Das Handy sei noch nicht gefunden worden, so der Sprecher weiter. Der zu langjährige Haftverurteilte sei auch nicht der erste mit einem Mobiltelefon im Gefängnis. Ob Gefangene auch in sozialen Netzwerken unterwegs sind, obwohl das verboten ist, könne nur in Stichproben kontrolliert werden. Der Mann muss laut Justizverwaltung mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das könnte der Entzug von Privilegien wie Fernsehen im Haftraum sein. Mit einem neuen Aufklärungsprogramm will Bundesjugendministerin Franziska Giffey gegen Antisemitismus und Mobbing an deutschen Schulen vorgehen. Antisemitismus an Schulen sei ein großes Problem und für die Lehrkräfte allein nur schwer zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Deshalb bräuchten Lehrer mehr Hilfe, etwa bei der Schulsozialarbeit und im Umgang mit Eltern. Deswegen würden sie ab dem kommenden Schuljahr in einem ersten Schritt 170 Anti-Mobbing-Profis an ausgewählte Schulen in Deutschland schicken, die vom Bund finanziert würden, kündigte Giffey an. In den vergangenen Monaten waren besonders in Berlin immer wieder Fälle von Judenhass und damit verbundenem Mobbing bekannt geworden. Beim Einwerben von Fördermitteln bleiben Unis und Institute im Raum Berlin Spitze. Eine Summe von rund 2 Milliarden Euro floss in den Jahren 2014 bis 2016 in die Forschung in der Hauptstadt, wie die Senatskanzlei am Donnerstag unter Berufung auf den neuen Förderatlas 2018 der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, mitteilte. Damit habe Berlin seinen Vorsprung auf den zweitstärksten Forschungsraum München weiter ausgebaut. Berliner Einrichtungen erhielten den Angaben zufolge 897 Millionen Euro aus der Projektförderung des Bundes, 794 Millionen Euro aus DFG-Mitteln und 308 Millionen aus einem EU-Förderprogramm. Das Abschneiden Berlins erklärt sich auch durch die große Zahl und die Kooperationen der Einrichtungen. Der DFG-Atlas erscheint alle 3 Jahre und deckt laut Angaben das Gros der Drittmittel aus öffentlicher Hand in Deutschland ab. Mit der feierlichen Abschlussprämierung am Mittwochabend im Atrium der Investitionsbank Berlin schloss der Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg, kurz BPW, ein weiteres erfolgreiches Wettbewerbsjahr ab. Insgesamt konnte die Gründungsinitiative wieder 327 Geschäftskonzepte erfolgreich auf dem Weg von der Idee bis hin zur Gründung begleiten. Die besten von ihnen wurden nun ausgezeichnet und durften sich über insgesamt 27.000 Euro Preisgeld freuen. Mit der feierlichen Prämierung schloss der Businessplan-Wettbewerb die 3. Wettbewerbsphase ab. In dieser letzten Phase konzentrieren sich die Gründer auf den Feinschliff ihrer Geschäftskonzepte und insbesondere auf die Themen Finanzierung und Organisationsform. Mit zahlreichen kostenlosen Seminaren, Workshops und Beratungsangeboten wurden sie dabei unterstützt. Über 300 erfahrene Experten und ein großes Netzwerk aus Investoren, Unternehmen, Politik und Medien standen ihnen zur Seite. Der Berliner Funkturm bleibt wegen Instandsetzungsarbeiten und der IFA bis Anfang September geschlossen. Maler sollen an der Besucherplattform sowie den Geländern und Stahlträgern für frische Farbe sorgen, wie die Messe Berlin am Donnerstag mitteilte. Außerdem werde ein 46 Meter hohes Gerüst aufgebaut. Die Aussichtsplattform in 126 Metern Höhe sowie das Funkturmrestaurant öffnen am 11. September wieder für Besucher. Der 1926 eingeweihte Funkturm steht unter Denkmalschutz und gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen im Westen Berlins. Über 17 Millionen Menschen haben bis heute den Funkturm besucht.
Im Rahmen der Pride Weeks ist am Donnerstag auch vor der AOK in der Wilhelmstraße die Regenbogenfahne als Symbol der Lesben und Schwulen gehisst worden. Gemeinsam mit Jörg Steinert vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg wurde das öffentliche Zeichen für Vielfalt und Toleranz aufgezogen. Die AOK Nordost stehe für ein respektvolles Miteinander in der Gesellschaft und engagiere sich seit Jahren in zahlreichen toleranzfördernden Projekten, hieß es. Die Berliner Pride Weeks finden in diesem Jahr erstmalig 3 Wochen lang vom 2. bis 24. Juli statt. Über 200 Veranstaltungen werden im gesamten Stadtgebiet von verschiedenen Institutionen angeboten. Highlight der Pride Weeks ist der Christopher Street Day am 28. Juli. Zu ihrem ersten Independence Day in Deutschland haben US-Botschafter Richard Grenell und sein Partner Matthew Leschi am Mittwochabend auf das Tempelhofer Feld geladen. Zum 242. Mal jährte sich am 4. Juli die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika. 2000 geladene Gäste waren zur Feier gekommen. Grenell ist seit Mai Botschafter seines Landes in Berlin. Zuvor war der Posten über ein Jahr lang unbesetzt geblieben. It's great to be here in Berlin. Es ist großartig, in Berlin zu sein, und die vielen Menschen sind überwältigend. Ich denke, so viele waren selten hier bei dieser Feier. Wir sind begeistert. Es gibt viel zu essen und zu trinken, und wir haben fantastische Musik mit Anthony Evans aus Kalifornien. Also viele Menschen werden viel Spaß haben. People having fun. Der Rennkalender der Six-Day-Serie wird um attraktive Standorte erweitert. Die australischen Städte Melbourne und Brisbane sowie das englische Manchester werden neu in die Serie aufgenommen und ergänzen London, Berlin und Kopenhagen. Das Finale wird im April 2019 erstmals in Brisbane ausgetragen. Die Saison wird im Oktober erneut in London eröffnet, bevor es zum Auftakt 2019 nach Berlin geht. Das Traditionsradrennen findet vom 24. bis zum 29. Januar 2019 im Velodrom statt. Fals Mitovic, Geschäftsführer der Six Day Berlin, sieht eine positive Entwicklung durch die zusätzlichen Rennorte. Das ist eine großartige Entwicklung, die sportlich auch das 6-Tage-Rennen in Berlin weiter aufwertet. Wir freuen uns, dass wir diese Kombination aus Sport, Entertainment, Geschwindigkeit und Stars nun noch weitertragen, bis hin nach Australien. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist sternenklar. Die Tiefstwerte liegen um die 15 Grad. Am Freitag hat die Sonne nur vereinzelt am Nachmittag eine Chance. Ansonsten zeigt sich der Himmel bedeckt. Es bleibt aber trocken und mit 27 Grad Höchsttemperatur auch sehr warm. Und der Blick auf die kommenden Tage. Das Wochenende startet sehr schön mit 13 Stunden Sonne satt am Samstag. Danach nimmt die Bewölkung langsam zu und zum Start der neuen Woche zeigt sich der Himmel komplett bedeckt. Die Temperaturen bleiben weiterhin sommerlich warm. Am Samstag liegen sie bei 25 Grad, am Sonntag bei 26 und am Montag immerhin noch bei 22 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.